Na, hier waren schon Leute. Ui. Oh, das ist rot. Dann. Cyclone Moment. Hinter. Ja. Das war wirklich ein Cyclone Moment. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich ein weiteres Gameplay-Video für euch, wo wir uns mal die Wetterly Cyclone anschauen. Ich muss vorher aber gleich sagen, dass alle Matches noch aus dem letzten Event, Tide of Corruption, sind. Es sind zwar nicht mehr die aktuellsten Clips, aber ich bin mit diesen sehr zufrieden, weshalb ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Bevor wir ins Gameplay gehen, möchte ich aber noch kurz drei weitere Dinge ansprechen. Erstens, ich sitze momentan auch an der ersten Folge zu meiner Anfänger-Tutorial-Serie, in der ich euch alle Basics zur Hand zeigen und erklären möchte. Mir ist klar, dass das nicht jeden von euch interessieren wird, aber für die, die daran Interesse haben, ich hoffe, die erste Folge spätestens Ende nächste Woche hochladen zu können. Wenn ihr meine anderen Guides gesehen habt, wisst ihr, dass ich versuche, immer sehr gründlich an diese Sachen ranzugehen, weshalb diese Videos immer sehr viel Zeit erfordern. Zweitens, in meinem Channel-Update-Community-Post habe ich davon gesprochen, dass ich ähnliche Waffenguides wie Homewheel machen möchte, welcher momentan eine YouTube-Pause macht, weil er einen Job bei Crytek bekommen hat und erstmal keine Zeit mehr für YouTube hat. Das heutige Video hat damit aber noch nichts zu tun, das ist ein ganz normales Gameplay-Video wie auch die letzten. Mich würde aber interessieren, welche Waffe ihr euch für dieses Format wünscht. Falls ihr nicht wisst, wie genau das Format funktioniert, ich schaue mir bestimmte Waffen oder sogar Waffenfamilien genau an und bespreche die Vor- und Nachteile. Quasi wie eine Review. In Gameplay-Videos wie heute zeige ich euch verschiedene Runden mit Commentary zwischen den Runden und diese können auch relativ lang sein. Bei dem anderen Format rede ich hauptsächlich über die Waffe und zeige im Hintergrund Gameplay-Zusammenschnitte, die zu meinem Commentary passen. Schaut euch einfach mal eines dieser Videos von Homewheel an, dann wisst ihr, was ich meine. Auf dieses Format habe ich wirklich ultra Bock, aber diese fordern auch deutlich mehr Arbeit, weshalb sie auch deutlich länger dauern. Also schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, welche Waffe bzw. Waffenfamilie ihr euch als erstes dafür wünscht. Drittens, wenn mir nichts dazwischen kommt, werde ich am Dienstag, den 23.01. endlich wieder streamen. Meine neue Leitung läuft seit Mittwoch und es scheint keine Probleme zu geben. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Ich werde auch hier auf YouTube per Community Post Bescheid geben am Dienstag und einen Kommentar unter dieses Video hier schreiben, wenn ich live bin. Wenn ihr also den Kommentar unter diesem Video seht, bin ich jetzt gerade in diesem Moment live. So, jetzt aber zum Gameplay. Wie gesagt, befinden wir uns immer noch im Tide of Corruption Event, in dem auch die Cyclone erst dazugekommen ist, weshalb ich noch wenig Erfahrung mit dieser Waffe habe. Sagen wir mal so, die erste Runde, die ich euch zeige, ist auch die Runde, in der ich Gefallen an der Cyclone gefunden habe. Na, hier waren schon Leute. Ui. Oh, das ist rot. Dann. Cyclone Moment. Hinter. Ja. Das war wirklich ein Cyclone Moment. Leute, da chillt ein Grunt auf der Leiche praktisch. Oh, jetzt ist er zur Explosion geworden. Richtung Bossraum, ich hab nicht gecheckt von wo. Von Treppe wahrscheinlich. Ich höre mich draußen auf. Oh, mein Handy düdelt. Moment. Mal denn. Ich tippe mal auf Duo. Ich kann auf jeden Fall so Mate anzünden mit so einem Handcrossbow. Was ist das hier? Bornheim und Spectre Combat Flashet wildes Loadout? Da hat die Cyclone gerade wirklich sich richtig geil angefühlt. Den ersten Schuss getroffen, den zweiten Schuss versammelt und dann den dritten Schuss wieder getroffen. Das ging echt gut. So gut.
Lol, Emulator, ich hab mit mir abgeschossen. Die wissen Bescheid. What the fuck? Woher wusste er, dass ich hier bin? Hä? Scusi? Oh, und der Cyclone. Ich glaube, es ist sogar wer gestorben, oder? Hast du das Gate geöffnet? Ja. Oh, von da hinten kam das raus, oder? Zwei da hinten drin, ne? Einer down. Ich mag die Cyclone. Was auch einer haben willst mit High Velo? Vorsicht, Dome. Direkt hier. Hier, bei mir. Oh. Drei. Hab ihn. Sogar mehr als drei. Noch einer. Ja, Rest wahrscheinlich. Ich hab leider nichts zu werfen. Wow, der ist da wieder aufgestanden. Denn. Warte mal. Ja, da sind alle weg. Also einer noch, aber nicht da direkt. Boah, hab ich mich erschrocken gerade, du. Ui, ja. Den Turm, fuck it. Hit. Boah, die fühlt sich echt gut an, die fucking Cyclone, Alter. Ja, Mann. Die fühlt sich wirklich richtig gut an. Ich sehe nur noch zwei. Hinten einer und der halt hier. Wer ist hit? Ihr könnt gleich auf den anderen treffen. Hab den anderen einmal hit. Feuerwetter liest es. Mal schnell looten. Jemand High Velo. Die sind beide direkt nebeneinander. Hey, gehen die zusammen? Schön. Anderes hier. Wenn wir den gleichzeitig pushen, sollten wir den machen können. Nimm schnell seine Crown. Warum trustest du nicht in die Cyclone? Sehr schön. Cool. Easy. Also, holy fuck, hat sich die Cyclone gerade geil angefühlt. Ja. Holy shit. Oh, bei einem Silencer.
Kannst du gerne mitnehmen. Nee, ich hab ne. Nee. Nein? Habe ich kein Interesse. Okay. Bin ich. Einfach nein. Ist sogar mit Skin. Wow. Yippie. Also cool aussehen tut sie schon, ne? Muss ich ehrlich sagen. 48 Meter Headshot Range. Das ist weniger als vom Derringer. Der Derringer hat 60. Warum sollte man das spielen? Ach ja, die Barnum Silencer. Diese kam ebenfalls mit Heart of Corruption dazu und ist wirklich eine sehr besondere Waffe. Allerdings geht es heute um die Cyclone und wir gehen von der First Testimonial Church in die Sal zu Healing Waters Church im Stillwater Bayou. Oder zumindest versuchen wir es. Da hinten rennt Du hast gerade einen Grunt gestorben Richtung Supply Point. Ich weiß nicht, ob da noch ins Feuer gelaufen ist oder. Supply Point, da ist kein Supply Point. Woher sonst Supply Point spawnt? Oh, hi. Na dann. Und du bist von links gerannt gekommen, oder denn? Ja, hinter uns und vor uns. Zwei Hits ist da, ich glaube, hinter uns auch. Oder waren es gerade nur die Enten? Ich glaube, das waren nur die Enten. Okay. Ich habe mich wieder einen in den Busch gekillt. Looten würde ich denn nicht. Nö. Was hat denn der dabei, though? Drilling mit Dumdum und Slug. Ich glaube, der hat geritzt. Ja. Ich weiß nicht, schießt bei Gott mal ganz andere auf mich. Schön. Der andere ist. Ja. Hab ihn. Das müsste der Gereste sein. No. Nee, die Gereste war One-Shot. Der war auch One-Shot, oder hast du ihn schon mal gehittet? Okay. Nee, okay, dann war die andere auch schon mal down im Fight zuvor. Okay. Bomblins. Wegen dem Stream-Title habe ich jetzt einen Ohrwurm, danke für nix. 36 Grad, das wird noch heißer. Oh ja, was geht da drüben ab? Ich habe eine Endrot für dich. Ja, ich glaube, die Slug Rifle, die nehme ich doch mit. Uppercut liegt da auch. Nee, ich habe die Hörwähler auf der Ding. Die habe ich dann auch nicht mehr. Der wirft was. Ja, das soll auch auf uns gehen. Oh ja, der Peak, glaube ich, gleich. Komm, Peak. Ist direkt hinter diesem Grabstein. Da siehst du. Oh. Ui. Wirft was, Feuer. Bist du schon Blazeborn? Ja. Okay, ich habe eine Feuerbombe. Ich glaube, direkt am Baum ist einer, oder? Ich weiß nicht. Ja, das ist durch die Schrotze. Auch eine Cyclone. Keine Ahnung, welcher Skin. Die Mama Mai geht weiter nach rechts. Oh Gott, Kane direkt, pass auf, super nah. Slug Terminus, hab ich mir schon gedacht. Jaded. Ja. Ja, schade.
Die guten alten Killtrades. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, wie diese funktionieren, sobald Crytek die Änderungen am Backend vornimmt, wie sie es ja in der Roadmap angekündigt haben. Schade, aber man kann sie nun mal nicht alle gewinnen. Und genau das möchte ich euch eben auch zeigen. Wenn ich euch immer nur die Matches zeige, in denen wir gewinnen, wird das schließlich auch irgendwann langweilig. Und weil wir natürlich die Handgötter fleißig anbeten müssen, damit uns sowas nicht wieder passiert, gehen wir wieder zurück nach Dissal und besuchen ein weiteres Mal die First Testimonial Church. Also Sebi, was du jetzt machst mit deinem Bot, kannst du gleich mal eine Playlist machen. Anstatt dem Bot zu sagen, was das für eine Mut ist, kannst du gleich in die Playlist tun, die zum Mut passt. Ich liebe, dass der Computer das für mich macht. Ich glaube, im Endeffekt ist es nur mehr Arbeit für dich, aber you do you. Man ist auch ganz lustig. Ich höre auf Spotify immer nur meine eigenen Playlists. Playlists und Alben. Super selten, dass ich fremde Playlists höre. So eine Drilling. Von dem auch. Ich meine, der auf dich geschossen hat. Ach du. Nee. Der Gegner hat einen. Der Gegner hat auch eine. Hat einen Crossbow. Ich öffne eine Decoy da oben rein, da kannst du da vielleicht reingehen. Das ist fake. Ich kann eh nicht rein, weil Feuer. Eine Antidote wäre recht praktisch gerade. Ach ne, das ist eine Cyclone. Oder vielleicht auch eine Julian. Der hat eine Cyclone auf jeden Fall. Gar nicht gecheckt, von wo der Schuss jetzt kam. Ja, ne, ein Cyclone und ein Crossbow. Keine Julian. Weg da am Fenster. Ich öffne die Decoy drauf. Wo ist dein Crossbow hin? Okay. Ja, ich habe gehört, wie ein Crossbow nachgeladen wurde. Oder war das der kleine? Das klang voll laut. Das klang nicht nach einem großen Crossbow, Alter. Das klang nicht nach einem kleinen Crossbow. Aber Cat P hat der. Wild. Also hier wird. Du Cyclone, wenn du magst, kannst du gerne haben. Ich nehme es auch gerne, aber wenn du nicht so ist. Nee, nicht unbedingt. Nicht? Okay. Ich habe einen großen Crossbow gehört, mich verwirrt das total. Ich habe einen fetten Crossbow eigentlich gehört, wie der nachgeladen wurde, aber hier ist keiner. Klingt der Kleine irgendwie richtig laut. Naja. Was macht anderes Bounty? Immer noch bei Stanley Chain, okay. Wird jetzt leider halt ein großer Balken, was ein bisschen
Ja, muss jemanden killen, da muss Rampage schon jemanden killen. Ja, easy. Oh, da läuft ein Phantom rum. Schade. Wie viel hast du gesehen? 2 Stück, ne? Jetzt 3. So. Ich schau gleich nochmal. Ja, 3. Okay. Redneck da beim Zug, da ist der Phantom. Redneck Hit. Einer ist im Bossraum. Oh, Explosive Crossbow. Redneck hat auf jeden Fall Devil Ring. Guck mal, ist er jetzt hier hinten? Oh Gott. Cool. Ist das FMJ oder normal? Leon! Normal. Das ist schon. Nice. Oh, thank God. Ich mag die Cyclone. Ah, sorry, aber das war, die Info war gerade wichtig, weil ich nicht wusste, ob ich mich jetzt sicher fühle hinter dem Blech oder nicht. Ja, aber ich habe halt immer noch die Animation, dass ich sehe.
Ja, ich dachte, du schaust sowas an und merkst es dir. Na. Wichtige Infos, Mann. Achso, ich lösche den schnell wieder. Kannst du ihn looten? For fuck's sake! Scheiße. Das passiert aber auch immer. Ja. Schade eigentlich, dass ich kein Pulsmessgerät habe, denn mir ging zum Ende hin wirklich ganz schön die Pumpe. Weshalb ich auch etwas unentspannt war, als ich Leon gefragt hatte, ob der Gegner jetzt eine FMJ-Winnie hat oder nicht. Mit FMJ ist das Blech auf dem Catwalk nämlich nur ein visuelles Hindernis. Versucht euren Mates am besten immer mitzuteilen, was genau der Gegner spielt, damit eure Mates sich darauf einstellen können. Im nächsten Match spiele ich wieder mit Lukas und wir haben Leute in Darrow Livestock gehört, wo sich auch der Butcher befindet. Clue ist halt rechts, sie müssen eigentlich dran vorbeigehen, wenn sie es nicht schon sind. Das war ein Lochbell. Ja, und die sind gerade hinter dem Gebäude oder hinter dem Gebäude. The fuck, das ging. Okay. Ah, der Boss ist hier, glaube ich. Ja. Da hinten sind schon die anderen. Ganz hinten ist kein Fight, den ich eigentlich eingehen möchte. Das heißt, der Butcher ist unten. Das heißt, die können im Bossraum chillen, ohne dass er sie abfuckt. Ich mach mir mal das Fass weg. Oh Gott, das war Blech, Alter. Oh Gott. Schön. Danke, du auch. Ja, wurde direkt gerest. Okay, Konzertina-Chip meins? Nee, er liegt noch. Echt? Ich bin jetzt sicher, dass ich... Ah. Jetzt haben sie trotzdem versucht, ihn zu retten. Das war nicht ich. Oh. Das war er. Nein, warum? Schlecht von mir. Und dann nochmal neues Team Osten. War es der Penitent? Ja. Der andere ist direkt dahinter. Oh, he died. Liebe Frag Arrows, wenn sie funktionieren. Stimmt, das ist der Frag Arrows. Oh, die werfen was? Vorsicht. Dass ich Bulwark hab. Sind die drin? Ja. Sind sie. Trap Combos sogar. Pass auf, falls du reinstimmen solltest. Wiss! Jetzt aber! Wo ist der andere? Ist der draußen?
Was? Nee oder ja? Ich hab das gehört. Nee. Nice. Ich hab's nicht mal gesehen. Ja. Oh, es ist immer noch rot. Ja. What the fuck? Vor der einen Tür hier draußen ist immer noch eine Konstantina-Trip, die nicht ausgelöst wurde. Ich hab nur die Poison ausgelöst. Und die Feuerbombe hier will ich jetzt gerade echt nicht. Chaos Bomb, fuck off. Ich weiß nicht, ob die eine Tür hier hinten aufgeschlagen haben, ne? Ist hier. Hm. Auch eine Cyclone. Ist das eine Chaos, die ich da rausgreife? Roger. Okay, zwei Frags und ein Wackstick, damit komme ich klar. Ne, die Tür nicht eingeschlagen. Der Schuss war echt. Lol, da hinten. Mhm, das sind zwei Teams, glaube ich, immer noch. No. Wahrscheinlich die letzten beiden dann, ne? Wenn ich richtig gezählt habe. Ich glaube, sechs sind ja tot, ne? No. Ich muss aufpassen, wie ich mich bewege. Ich will nicht unnötig sterben. Kasse genommen, hier oben oder was? Oder da unten? Im Loch. Ist unten Wasser. Er hat mir den Kill geklaut. Der ist tot, der die Kasse genommen hat. Achso. Aber da ist noch einer. Aua, nice Wobbling. Ich höre einen Lauf, aber ich check's nicht von wo. Ach, direkt am Loch. Einer da. Nice, dann sind nur noch die zwei hinten. Ne, da ist jetzt noch einer direkt. Oh, dann hat er geredzt. Müsste in der Nähe Star Cages sein. Oh fuck. Ich hab einen hinten erwischt. Unten drin, da ist er. Direkt hinterm Heu. Ja. Schön. Gut, nur das eine Team dann hinten. Die halt irgendwie fucking. Ich hab das fast abgeschossen. Die irgendwie mit Pistolen schießen? Also haben die Shotguns oder was geht ab? Ich glaub schon, ja. Ich glaube, einer von denen müsste die Cyclone haben, oder war das einer von hier? Ich glaube, das war einer von Klaus. Noch weiter weggegangen? Drilling hier. Ich weiß nicht, was dein Plan ist. Irgendwo Heavy Low Medium? Ja, ich hab's drauf. Ja, aber eine Choke Beetle, Bro, und er trifft mich nicht mal. Come on. Ja, das heißt, mit Pushen ist halt wahrscheinlich die halt Shotguns. Eigentlich will ich mich da jetzt nicht reinbaiten lassen. Nee, ich würde das auch gar nicht pushen. Andere liegt hier. Ich brauche eigentlich gar nichts. Ich brauche nur Geld. Ja, ich auch, aber ich nehme es gerne. Wo sind denn seine Waffen? Ich weiß nicht, ob ich gerade im Norden Steps gehört habe. Kann schon gut sein. Aber dann müsste Boss rot sein. Stimmt, ja.
Ist er rot? Er ist rot, ja. Ah, chillig. Ich glaube, der eine ist über mir. Ja, hier ist auch was rot. Ah ja, ich höre sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob... Okay. Unten, glaube ich. Unten? Nee. Also nicht ganz unten, sondern Erdgeschoss. Hä? Von rechts? Ich check's gar nicht. Fucking Abstauber, Alter. Ich check's gar nicht. Ich hab's jetzt gerade nicht gecheckt. Sind das die? Ja, das sind die. Ja, GG's. Ich hab's gar nicht gecheckt. Schade. Tja, wie bereits gesagt, kann man nun mal nicht alle Runden gewinnen. GG's an das letzte Team. Zum Ende hin habe ich wirklich überhaupt nicht mehr verstanden, wo genau die beiden jetzt eigentlich sind. Haben sie echt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kommen wir nun aber zur letzten Runde für dieses Video und erinnert ihr euch noch, wie Lukas was von Abstauben geredet hat in der letzten Runde? Auf jeden Fall eine Slate. Oh, Fanning. Das ist alles sehr gut. Mhm. Das höre ich alles sehr, sehr gerne. Ja. Vielleicht hätte ich doch bei der Anemo bleiben sollen, dann hätte ich die höchste Range-Shotgun. Von dem Fight. Ja, also Spectre ist super. Okay. Das ist gerade Konstantina? Mhm. Könnte man da Firebeater reingeben, wenn du willst. Scouten. Oh. Eigentlich gehört mich eh nicht mehr dran. Bist du schon Blazeborn? Ne. Okay. Ah, super, da kommst du ja gar nicht rein. Er brennt vielleicht, wenn er nicht Ding hat. Und der hat Fanning. Champions, glaube ich, auch. Nur noch einer. Der geht zu dem Bounty. Da drin. Oh Gott. Nice Shot im Sprung. Abgerast. Pixel von der Explosive hat mich gekillt. Oh, nice. Oh, danke, dass du One-Hit warst. Danke, dass du One-Hit warst. Huja. Einfach abgestaubt. Ja. Aber KP. Naja, manchmal wird abgestaubt und manchmal staubt man halt selber ab. Zum Glück war der letzte Gegner One-Hit für meine Cyclone, sonst hätte das sehr gut mit dem Trade oder schlichtweg tot enden können. GG's auch an euch und natürlich auch an alle anderen Teams aus den zuvorigen Runden. Damit wären wir auch am Ende des heutigen Videos. Ihr kennt das ganze Prozedere, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Abonniert und schreibt sehr gerne einen Kommentar. Wie gesagt, mich würde wirklich sehr interessieren, was ihr euch für die Waffen-Review-Serie wünscht. Und vergesst nicht, auf Twitch vorbeizuschauen. Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.